Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part sind wir hier nach Wiesenflur gelangt und dann gucken wir uns doch mal die schönen Häuser an. Was gibt es hier denn alles? Weit von hier in Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen, das sagen die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Ja, das kriege ich schon noch hin. Heikes Haus. Das ist die Mama von Heiko. Oh, Vogel, du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke auch, die Freundschaft zu den Pokémon hat ihm geholfen. Der war krank. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Aha. Heiko hat also auch eine Schwester, aber es gibt nur ein Bett für alle Personen in diesem Haus. Ich habe gegen dich verloren, Vogel, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler mache ich mich auf, die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Vogel. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Na, wir werden ja sehen. Ja, bist du? Der Wind steht mir immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klarer. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Was hat denn Heiko? Hat der irgendwelche chronischen Krankheiten? Davon wusste ich ja gar nichts. Zeig mir nochmal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es mag dich. Es möchte von dir verwöhnt werden. Und wer bist du? Pika Pika. Pikachu wird auch von der Dame verwöhnt, hoffe ich mal. Siehst du die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt? Da ist ein Typ drin, der die Felsbrocken sprengen will, damit er auf die andere Seite gehen kann. Wäre das toll, wenn ich auch dort durchgehen könnte. Ein Besuch im Meteor City wäre dann ganz einfach. Ist ganz komisch, in der Pokémon-Welt sind so manche Sachen, die total einfach technisch umzusetzen sind, einfach nicht gegeben. Zum Beispiel ein, keine Ahnung, Presslufthammer oder sowas. Aber so kleine Bälle, mit denen man Pokémon schrumpfen kann und sowas. Also ganz crazy. Mein Papa hat mir das erzählt. Er sagt, der Tunnel sei voller scheuer Pokémon. Sie haben Angst vor lauten Geräuschen und machen einen Aufruhr. Daher musste das Tunnelprojekt gestoppt werden. Ah, okay. Es wird erklärt. Aber es gibt da einen Mann, der versucht, den Tunnel einer einzugraben. Jetzt gucken wir uns den nochmal an. Weil ich will erstmal hier lang. Dam, dam, da, dam, dam, ein Flummel mit großen Ohren. Du bist schuld daran, dass es den Tunnel hier nicht gibt. Du bist klein und doof, ich entkomme. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Na klar. Wo hast du sie denn fallen lassen? Ich weiß echt nicht mehr, wo er die fallen gelassen hat. Da, Schattenglas. Schattenglas in die Itemtasche. Okay, wir geben es ihm einfach nicht wieder. Schattenglas ist... Er redet doch mal. Das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Und jetzt geht er weg. Na gut. Ich dachte schon, wir behalten es einfach, weil er wieder einfach der Dialog ja gleich angefangen hat. Versteckt Unlichtattacken, das gebe ich doch mal. Flunkiefer hat doch einige Unlichtattacken. Das wird nicht schaden. KP Plus, auch das wird keinesfalls schaden. So. Hätten wir das geschafft? Dann reden wir mit dem Wanderer dort, oder ist er ein Pokémon-Trainer? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen. Haha, Flunkiefers. Ja, dass Flunkiefer bedrohlich ist, das kann ich mir gut vorstellen. Wir können ja mal hier... Ups, ne, Reptane wollte ich nach vorne haben. Ich glaube, hier gibt es viele Gesteins- und Boden-Pokémon. Ah ja, ein Trainer. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Einen Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch einen Pokémon in den Bergen? Einen Berg-Pokémon? Kannst du machen? Also, ich glaube, es wird... Jeder verstehen, was du meinst. Melvin. Komische Fragen stellst du dir. Ich saug jetzt erstmal deinen Kleinstein aus. Solltest dich fragen, warum du so schwach bist, so schlecht trainierte Pokémon hast. Und ich muss gleich niesen. Oh Gott. Ich spüre, dass ich gleich niesen muss.
Das ist so unschön, wenn man weiß, dass man gleich niesen muss, aber es einfach nicht kommt. Das kennt ihr sicher. Dann wird es gleich explosionsartig einfach aus mir rausschießen. Eine riesige Niesexplosion wird kommen. Oh, mach hallo, das ist vom Typ Kampf. Da hätten wir auf Schwalbos wechseln sollen. Wenn wir einen Typenvorteil wollen, aber hey, was soll's. Ruckzucki. Oh. Das hat eine höhere Verteidigung, als ich gedacht hätte. Dann sauge ich mal was ab. Das ist Spezialverteidigung. Also es ist ein Spezialangriff und geht dann auf die Spezialverteidigung. Na gut, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Pump du dich mal auf, aber bevor du mit der Aufpumpung was anfangen kannst, lege ich dich um. Mache ich dich K.O. Meine Pokémon haben alle Energie verloren. Genau. Energie verloren. Oh, da sind die beiden. Top Ether. Zu schade, der Beutel ist voll. Auf der anderen Seite dieses Felsens wartet mein Freund. Er gräbt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Er reißt sich die Hände auf, um zum Wohle aller. Zum Wohle aller. Top Ether, das kommt doch hier rein. Dann nutzen wir einfach mal unser KP Plus. Auf, komm, du hast am wenigsten. Nehmen wir das hier mit. Kann ja gleich mal im Pokémon-Markt gehen, ein bisschen Quatsch verkaufen. Wusste gar nicht mehr, dass es hier ein Limit gibt für die Sachen, die man mitnehmen kann. Gibt später doch nicht mehr, oder? In der vierten Generation? Ich dachte eigentlich, das gibt schon seit der zweiten nicht mehr. Wie man sich irren kann. So, hier geht's dann aber auf jeden Fall nicht weiter. Dann müssen wir tatsächlich zur Arena. Aber erstmal natürlich in den freshen Markt. So, wir gehen nach ganz oben, gucken uns alles an. Na, wir haben auch schon eine Menge dabei. Paraheiler, Halbparalyse, Ätherfüllt AP, das ist auch gut. Die X-Spezialdinger, die benutze ich niemals. Die können weg. Seidenschall verstärkt normalen Attacken, können wir auch irgendwie ihm geben. Schöner Ottersand, der von großem Wert ist. Ja, großen Wert verkaufen wir. Fruchtsack kann man immer gebrauchen, Wundersaalstein zum Tragen, Pudersand verstärkt Bodenattacken. Auch das kann man gebrauchen, Sprudel. KP erhöhen ist gut, Megablock. Das können wir auch verkaufen. Das ist ja quasi wie so eine X-Attacke. Ein Zickzacksbrief brauche ich auch nicht. Ich habe eh niemanden, dem ich schreiben könnte. Heb die Volltrefferquote für einen Kampf. Auch das ist Quatschkram. Also für mich. Stimmt, wenn man so gegen andere Spieler spielt, ist das und voll turniermäßig spielt, ist das bestimmt wichtig. Hübsche Schuppe. Höchst begehrt bei Sammlern. Ach komm, ich brauche sie nicht. Top Ether, ja. Dann wären wir hier angelangt. TMs behalte ich mal. Oh Gott, die Bären auch. Leider hätten wir es. So, Normalangriffe. Wer hat denn hier am meisten Normalangriffe? Ist das nicht Schwalbos? Ich weiß nicht. Ups. Eigentlich nicht. Okay, Reptane, hattest du nicht eine Menge Normalangriffe? Ja, hast du. Dann kriegt Reptane das, den Seidenschal. Flinklaue wird ausgetauscht, ja, Logo. Für Flug hatte ich, glaube ich, nichts, dann kriegt die Flinklaue jetzt einfach Schwalbos. Und schon haben wir unser Team ein bisschen aufgewertet. Wie schön. Wollen wir nochmal kurz ins Pokémon-Center? Ich glaube schon. Und dann könnten wir, wie lange ist der Part fortgeschritten? Noch nicht so weit. Können wir schon mal in die Arena gehen und gucken, ob wir da was reißen können? Ich weiß es nämlich nicht. Die Musik ist echt schön in Wiesenflur. Jo, ich mach hier voll den Hochstarter. Dann sind wir langsamer. Was war das hier unten? Das war, glaube ich, eine Kampfhalle oder so. Der Ort für alle Spieler. Weil wo sind die Spielhalle? Oh, eine Spielhalle. Na gut. Ah, da möchte ich auch nicht rein. Ah, Moment, wie ging das nochmal? Genau, hier kann man die Schalter an- und ausmachen. Eigentlich muss man, glaube ich, nur den Schaltern folgen. Kämpfen wir doch mal gegen sie. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schocken. Oh Gott, jetzt kommen wieder ganz viele Elektro-Wort-Spiele. Ah, davon gibt es zu viele auf dieser Welt. Kämpferin, Medite, du hast keine Elektro-Pokémon. Ich glaube, du verstehst das Thema dieser Arena nicht. Oder geht es hier nur um Kämpfer?
Ist das gar keine Elektro-Arena? Wirkt die nur so? Das kann ja auch sein, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin geschockt von deiner Stärke. Ja, ich bin nicht geschockt, weil du kein Elektro-Pokémon hast. Also ich bin geschockt, schockiert davon. So, aber ich würde sagen, wir besiegen hier dann auch alle Trainer auf jeden Fall, um die EP noch mitzunehmen. Diese Arena stellt dir eine Knobelaufgabe. Ist das nicht lustig? Ja, ist nicht sonderlich schwierig. Wir kriegen das schon hin. Aber wenigstens muss man nicht einfach Glück haben, wie in der Elektro-Arena in der ersten Generation von der Arena von Major Bob. Das war ja noch was. Hier holen wir uns mal ein bisschen KP zurück. Ich hätte jetzt erwartet, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. Oh nein, Sandwirbel. Oh nein. Natürlich geht die Attacke direkt daneben nach einem Sandwirbel. Jetzt kommt noch ein zweiter Sandwirbel und jetzt ist es auch verständlich, wenn die Attacke mehrfach daneben geht. Ah, Mann. Nee, komm. Ich wollte gerade das Pokémon wechseln. Kopfnuss mich hier doch nicht. Du Arsch. Vielleicht hilft die Fliegenklaue jetzt, dass wir direkt angreifen dürfen. Nein. Ein Flügelschlag. Der reicht aber. Verlieren ist gar nicht lustig. Ach, sag bloß. Die Spannung meiner Seele, sie setzt alle deine Träume unter Strom. Ja, haha. Ihr seid doch alle crazy. Crazy, coole Typen. Der ist Gitarrist und der hat jetzt Fritzeblitz. Ja, das passt in diese Arena. Kann man nichts anderes zu sagen. Oh nein, jetzt sind wir paralysiert. Durch Statik. Aber es gibt schöne EP. Ein Magnetilo, oh nein. Die Halbstahl-Pokémon, gegen die kann man doch nichts machen. Die sind einfach... Die sind blöd. Oh Gott, das macht so wenig Schaden. Und Ultraschall macht, glaube ich, immer genau 20 Schaden, oder? Wir werden es jetzt sehen. Ne, werden wir nicht. Ich werde ja eh drauf gehen. Also Obtain, vielleicht. Versuchen wir es zumindest noch ein bisschen Schaden zu machen. Ich hoffe, dass der Arena-Leiter nicht zu viele von diesen Halbstahl-Pokémon hat. Also es gibt ja Magnetilo... Und, wenigstens haben wir uns nicht selbst verletzt. Magnetilo, Voltoball ist, glaube ich, auch Stahl, oder? Ich weiß es nicht. Okay, eigentlich ist es nur Magnetilo, das mir Sorgen macht. Und die Weiterentwicklung natürlich. Suizid! Meinetwegen. Dann hoffen wir, dass das hier wenigstens ausreicht. Nein, tut's nicht. Oh Gott. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Tschüssikowski Magnetilo. Da wurde der Stromkreis geschlossen und bis zum Kurzschluss belastet. Oh Gott. Diese Wortspiele, die sind doch... Oh Gott. So, das war schon das ganze Rätsel. Ich habe unter Walter trainiert. So einfach verliere ich nicht. Das werden wir ja sehen, Freundchen. Reinhard. Voltober. Jetzt werden wir sehen, ob es auch Stahl ist. Oh Gott. Vor allem ist es aber erstmal Elektro. Das macht mir Angst. Nein, es ist kein Stahl. Das finde ich gut. Voltober lädt sich auf. Ja, soll's machen. Jetzt ist es nämlich Geschichte. Ach, gegen Voltober zu kämpfen, das war schon viel angenehmer als gegen so ein Magnetilo. Ja, immer mehr davon. Noch ein Elektroball meinetwegen. Jagst du dich am besten noch in die Luft. Ich habe eh noch ein Pokémon, muss gleich eh noch mal ins Pokémon Center. Das ist alles in Ordnung. Ja, genau, ein Ladevorgang. Super Idee. Du hast ja gesehen gerade eben schon, dass das so viel bringt. Tada. Notsituation. Oh, das war, glaube ich, ein Attack, wo man einfach Schaden macht, aber sich selbst verletzt. Wird stärker, wenn Anwender-KP geringer als Gegner-KP ist. Ist eigentlich ganz okay. Ja, komm, für Energiefokus einfach mal.
Voltoball. Ach, nur noch ein drittes davon. Ich würde dann aber auch ganz gerne in diesem Part noch den Arena-Teil versuchen, aber wir müssen dann natürlich nochmal kurz zu einem Pokémon-Center und unsere Pokémon heilen. Jetzt, wo wir sie an den ganzen Lakaien geschreddert haben. Stecker aus und ausgeschaltet. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es im Englischen oder im Japanischen auch hier überall die ganze Zeit Elektro-Wortspiele sind. Oder ob die deutschen Übersetzer sich da einen Scherz erlaubt haben. Aber oh Gott, ist das flach und doof. Das hat auch schon wieder was. So, schnell die Pokémon heilen. Von den Leveln her, glaube ich, wir haben da schon eine gute Chance gegen den Arena-Leiter. Wenn er nicht 2-3 Magnetilos oder sowas hat. Das könnte echt ein Problem werden. Ich setze hier aber auch einfach meinen Flunkkiefer ein. Mal sehen. Reptain, du kommst erstmal nach hinten. So. Na, wer bist du, Walter? Walter bist du nicht? Ja. Erzähl mir was über dich. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Also hat er gerade vor sich hingeredet und dann hat er erst gemerkt, dass wir da sind. Okay, interessanter Typ. Das ist wirklich amüsant. Das ist nun an mir, dem Arena-Leiter vom Alpenfurt City, dich unter Spannung zu setzen. Ja, biete mir mal eine spannende Show. Magnetilo, ja toll. Ah, das fängt schon mal gut an. Und das Level ist auch nicht schlecht. Aber wir vermindern zumindest den Angriff. Ich glaube, die Attacken waren alle nicht... Die Typen sind hier alle nicht effektiv. Ah, Finte trifft zumindest immer. Gucken wir mal, wie das trifft. Oh Gott. Ein Volltreffer war das. Das ist ja super. Das macht, glaube ich, immer 20 Schaden, oder? Ja, scheiße. Das ist eine ziemlich starke Attacke eigentlich. Ah, okay, jetzt bei Donnerwelle, wo wir paralysiert sind. Ich weiß nicht, ob das auch von Fint umgangen wird. Könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Viel mehr Schaden hat Klammer, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt mehr Schaden gemacht hat, aber nein. Anscheinend bringt das auch nichts. Bis vielleicht, da kannst du zumindest zurückschrecken. Gut, dass es nicht die ganze Zeit einfach diesen Schall-Dings einsetzt. Ultraschall, genau, jetzt macht es das doch. Schreckt zurück. Ich versuche mein Glück. Dachte ich mir nämlich, dass das heilt. Oder dass er irgendeinen anderen Blödsinn macht. Was haben wir Schönes? Wie viel heilt Sprudel? 60 KP. Reicht das? Ja. Setzen wir mal eine Sprudel ein. Ja, Donnerschock. Ein Volltreffer, natürlich. Warum kriegt er denn jetzt einen Volltreffer? Das ist doch scheiße. Ist echt nicht so effektiv. Ich merke das schon selber. Wenn wir das Magnetilo geschafft haben und er dann kein anderes mehr hat und auch kein Magnetron. Magneton oder Magnetron? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann können wir beruhigt eigentlich... Denn dann haben wir es geschafft, glaube ich. Das ist jetzt nur die Hürde. Natürlich Paralyse auch wieder. Oh Mann. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht das Pokémon wieder heilt, wie ich sie jetzt die ganze Zeit dreisterweise mit meinen Sprudelgetränken mache. Kein Volltreffer. Danke. Ah. Was soll denn der Dreck? Die Paralyse ist echt nicht angenehm. Volltreffer. Nein. Haben wir einen Rückzug mit ihm? Nein, haben wir nicht. Müssen wir jetzt noch eine Sprudel einsetzen? Jetzt setzt er bestimmt einen Supertrank ein, oder? Ist er so ein Arsch? Nein, tut, ist er nicht. Immerhin. Und seine Attacke geht mal daneben. Endlich Gerechtigkeit. Und ich treffe. Sehr gut. So. Ich glaube, das war der größte Teil. Seine hat noch welche... Magnetilos, nein, hat er erstmal nicht. Sehr gut. Nein, ich möchte das Pokémon auch nicht wechseln. Er hat auch nur 3 Stück. Wir können das auf jeden Fall schaffen. Ist halt einfach, dass wir gerade nichts haben, was Stahl irgendwie
gut was entgegenzusetzen hat. Das ist da eigentlich nur das Problem. Finale. Ha, das ist nicht sehr effektiv, weil wir einfach ein Stahlmonster sind. Na super, er jagt sich in die Luft und tötet uns dabei nicht mal. Magneton. Dreck. Es wäre so schön, wenn es jetzt einfach Finale einsetzt oder so. Aber ich glaube, das kann Magneton nicht mal. Aber ich weiß nicht, ob es das erlernen kann. Vielleicht. Ach, Scheißdreck. Das kann was werden. Eventuell verlieren wir jetzt doch. Paralysiert. Natürlich können wir nicht angreifen. Ultraschall. Dann nutze ich Reptane jetzt mal, der eh nicht zwangsweise angreifen kann, um einen Belieber anzuwenden. Ich glaube, ich hatte einen gefunden. Ich habe sogar zwei. Nicht schlecht. Und zwar auf Flunkiefer. Und dann setze ich gleich noch eine Sprudel ein. Ist ja eh nicht sicher, ob ich treffe. Ah, okay, wir kriegen sogar einen Zug geschenkt. Und durch das Glück. Jetzt haben wir zumindest Flunkiefer wieder. Ich will es versuchen. Ist halt echt so eine Sache. Stahl-Pokémon. Die haben halt gefühlt keine Schwächen. Also gerade bei meinem Team, weil ich habe, glaube ich, gerade zufällig einfach nichts, was Stahl-Pokémon was entgegenzusetzen hat. Es bringt auch nichts, wenn ich das Pokémon jetzt auswechsle, weil... Naja, mit Reptane, das ist das letzte Pokémon des Kampfes, das er jetzt hat. Dann will ich zumindest Reptane noch nutzen, um Schaden zu machen. Ja, komm, einfach mit Ruckzuckieb weiter ein bisschen. Es ist ein bisschen Schaden, immerhin. Warum darf er zwei miteinander angreifen? Was ein Arsch. Schwalbos hat eine Elektroschwäche, aber... Schwalbos Notsituation. Wir haben nicht weniger KP als er, oder? Er setzt sich Notsituation gleich ein. Bis dahin setzt sich Ruckzuckieb ein. Was genau drei Schaden macht. Donnerwelle macht mir keinen Schaden. Ich muss ein bisschen Schaden bekommen, um weniger KP zu haben als du. Verstehst du das nicht? Aber du darfst mich nicht mit einem Schlag töten. Das wäre sehr gemein. Na toll. Er nutzt nicht mal aus, dass er sehr effektiv ist auf mich. Irgendwie macht Ruckzuckieb bei Schwalbos mehr Schaden. Oh. Macht 50 Schaden oder so. Mehr nicht. Na toll, ein Volltreffer. Warum muss da ein Volltreffer kommen? Hallo Flunkiefer. So, bevor ich den Kampf jetzt durch Pech verliere oder sowas. Obwohl. Wir versuchen es mit Biss. Spekuliere jetzt auf das Zurückschrecken. Ja, verwirrt sein. Na, immerhin treffen wir. Ein Supertrank. Was ein Arsch. Immerhin treffen wir wieder. Das ist gut. Dann setze ich einen Beleber ein. Ich habe ja noch einen. Und zwar auf Schwalbos wieder, weil Schwalbos einfach stärker ist als die anderen beiden. Auch wenn Schwalbos ja eigentlich die dümmste Wahl ist, weil es den Nachteil hat durch den Typ. Aber es gleicht es halt mit seiner Stärke aus. Schwalbos ist ein sehr schönes und starkes Pokémon. Warum hat er denn noch halb Stahltypen hier in der Arena? Das ist doch scheiße. Oh Gott. Jetzt liegt es an Schwalbos, ob wir es schaffen oder nicht. Sonst müssen wir einfach leveln. Ich setze mal Notsituation ein. Wir haben zwar nicht weniger KP, aber ja. Jetzt macht er schon wieder denselben Kack. Ruckzuckieb. Ja, jetzt kann es aber mal nicht mehr angreifen. Jetzt rächt sich das alles, dass ich gerade relativ viel Glück hatte mit der Verwirrung. Oh, jetzt hätte ich Notsituation, glaube ich, einsetzen können. Und es wird jetzt bestimmt wieder einen Volltreffer geben. Nö, aber es reicht trotzdem. Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir ja das erste Mal besiegt worden. Wir fallen in Ohnmacht. Na super. Dann
speichern wir das trotzdem einfach mal ab und dann gucken wir beim nächsten Mal. Dann wird sich der Zukunftsvogel damit rumschlagen müssen, wie er diese Arena schafft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und unterhalten. Macht's gut. Tschüss.